Guten Abend, meine Damen, Herren und auch Elfen. Ich begrüße euch zu Orhammer, dem Live-Rollenspiel-Podcast über das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel in der 3. Edition. Hört nun den ersten Teil der 2. Staffel, Ein Sturm am Horizont, aus der Kampagne Ein Sturm zieht auf, welches von Christian T. Peterson bei Fantasy Flight Games herausgegeben wurde. Aus dem Englischen von Oliver Hoffmann und Pascal Gerold. Die deutsche Ausgabe erschien 2012 beim Heidelberger Spieleverlag. Orhammer ist eine Gemeinschaftsproduktion der Söhne Sigmars, des Greifenklaue Blocks und von 4 Zwerge und ein Hund. Es treten auf. Ingo Schulze spielt Gottfried Guteson, einen zwergischen Trollslayer. Christoph Dreistadt spielt Laurinor, einen waldelfischen Grubenkämpfer. Und Johanna Weber als Thorgrim Trügson, einen zwergischen Grollträger. Olaf Bodenberg als Pungo Bergamott ist in dieser Folge leider abwesend. Pungo tritt daher als Nichtspielercharakter auf. Spielleiter ist Florian Schulz. Die Gruppe Recken, die den Chaoskult unter dem Grünewald Jagdhaus aufgedeckt hat, verfolgt nun den flüchtigen vermeintlichen Arzt Dr. Sieger. Fürst Richard von Aschaffenburg, der den Angriff der Tiermenschenhorde überlebt hat, hat ihn für dessen Ergreifung eine angemessene Belohnung in Aussicht gestellt. Gottfried, Laurinor, Pungo und Thorgrim stehen nun vor dem Gasthaus zum Roten Halbmond am Hafen von Reikdorf und treffen letzte Vorbereitungen für die Verfolgung von Dr. Sieger. Bei Grungni, ich wünsche euch gute Unterhaltung. Na, du siehst ja ganz kalkig aus. Die Geschichte um den Kult im Grunewald-Jagdhaus hat dir ein wenig die Farbe aus dem Gesicht geschlagen, ja. Komm, ein kleines Schlückchen haucht dir wieder Leben ins Gesicht. Ha! Später hieß es, Fürst Aschaffenburg habe sich der Tiermenschen und des Kultes alleine erwirkt. Die Rolle war ihm durchaus unwohl, wie ich unlängst erfahren habe. Aber dennoch, er war nun der Menschlingslord der Stunde. Im Rennen um die Herrschaft über Reikdorf hatte er dadurch jedenfalls einen guten Start. Die Recken jedoch wussten davon nichts. Die Aussicht auf eine saftige Belohnung bei der Ergreifung von Dr. Sieger hielt sie auf dessen Spur. Und die Spur führte auf den Fluss Teufel. Mit einer Flussbarke hatte er die Stadt verlassen. Wollen ihn die Recken verfolgen, müssen sie ebenfalls auf diese recht teure Art des Reisens umsteigen. Ein wilder Haufen waren wir damals. Pungo Bergamott, der Halblingsrattenfänger, mit seinem Hund Fletcher hatte im Grunewald-Jagdhaus mehr gefunden und überlebt als die meisten Halblinge. Die Möglichkeit, in den Diensten des Fürsten zu bleiben, setzte ihn also mit auf unsere Reise. Und seine kleine lächerliche Schleuder hatte dem einen oder anderen Tiermenschen schwere Kopfschmerzen bereitet. Was ihn aus dem Mondland getrieben hat, weiß ich bis heute nicht. Die elfische Bodenstange Laurinor mit seinen Doppelschwertern war schon eine ganz andere Stollennummer. In den mutierten Unholden hatte er gewütet wie ein tollwütiger Trollslayer. Über seine Vergangenheit ließ ich kaum etwas in Erfahrung bringen. Im Nachhinein hatte ich mir immer gewünscht, ihn damals gefragt zu haben. Und dann noch Gottfried Guteson aus Barak-Var. Ein Bild von einem Trollslayer. Ein stattlicher Bart mit einem modischen Barett. Wenn er schon stirbt, dann mit Stil. Mit Cordens Hammer in der Hand war er bereit, den Scheusalen des Reiklandes heimzuleuchten. Thorgrim Trügson, der Grollträger, schließt sich nun der Gruppe an, da er auf der Suche nach dem Händler Florian Wechsler aus Reikdorf ist. Thorgrim war ein Zwerg, der 3 Prioritäten hatte. Grolle, Gold und Zwerginnen. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. In Stromdorf, welches flussabwärts liegt, wollte er nach dem Händler suchen. Auch war Thorgrim bereit, mit seinem Kriegshammer seine Grolle auf die ein oder die andere Art einzutreiben. Gottfried hingegen musste nur seine Angst überwinden, um sich auf das klapprige Menschlingsschiff zu wagen. Was kann denn schon auf dem Fluss passieren? Ich meine, da ist ja überall nur Wasser. Wasser! Gut, dann fangen wir an. Ihr befindet euch in Reikdorf am Pier. Und zwar seid ihr aus der Schenke zum Roten Halbmond rausmarschiert. Das ist die 3. Das ist da. Da seid ihr rausgegangen, steht hier an der Anlegestelle.
Und vor euch ist das alte Boot angezurrt. Die Albatros. Mhm. Noch können wir uns das überlegen. Dann stellt euch bitte einmal ganz kurz vor. Gottri, der Trollslayer, der ungern Boot fährt. Laurenor, der Waldelf-Grubenkämpfer, der immer noch leicht verletzt ist. Torgrim Trüxon, der Groll kocht weiter. Sehr gut. Und ich bin der Spielleiter. Ja, ihr befindet euch in Reikdorf, seid auf der Verfolgung, also ihr beide und Pungo, der irgendwie ein bisschen flau um die Nase aussieht. Schon wieder. Seid auf der wahnsinnigen Verfolgung von Dr. Siegler, ehemaliger Hausarzt des Grünewaldanwesens. Und laut letztem Kenntnisstand hat er am Vortag eine Flussbarke genommen und ist damit den Fluss hinabgefahren. Gottri, ich könnte diesen Siegler in mein Buch eintragen. Schließlich hat er dir ja ein Unrecht getan, oder? Er hat mir einen falschen Eiltrank angedreht. Mir war ganz flau im Magen. Ja, okay. So wie wenn ich Boot fahren muss. Also, Gottri Guttison hegt einen Groll gegen, wie schreibt sich Siegler? Mit IE? Ja. Der ist ja auch nicht so wichtig. Er kommt aus Nullen. Aha. Das schreibt sich ja auch mit IE, glaube ich. Ich glaube, das schreibt sich mit L. Und was hältst du für angemessen als Kompensation? Tod. Wir schleifen ihn wieder zurück, dachte ich. Ja, aber ein falscher Heiltrank ist mindestens 10 Bier wert. Hast du dir das gut überlegt? Ich glaube, der falsche Heiltrank ist das Wenigste, was ihm vorzuwerfen ist. Ja, das stimmt. Ich trage erstmal 10 Bier ein, ja? Gut. Also ihr seid euch sicher, dass wir dieses alte Boot benutzen wollen? Es geht schneller als der Landweg. Den kommt ihr auf altes Boot? Da steht Albatros. Wenn wir ihn da nicht finden, können wir immer noch... Er riecht auch wie alt er riecht. Das heißt doch Albatros. Fürchterlich. Albatros ist doch ein toller Name für ein Boot. Vielleicht sollten wir mal... Wir könnten ja noch abwarten. In 2-3 Tagen kommt ein neueres, schnelles Boot hier vorbei. Wenn wir 2-3 Tage warten, können wir den Landweg... So lange können wir flussabwärts gehen, genau. Eine hervorragende Idee. Nein, ich schlage vor, wir fahren mit dem Boot hoch. Und wenn wir die Leute, die wir suchen, da nicht finden, ich suche ja auch noch jemanden, dann können wir immer noch den Landweg nach Süden zurücknehmen und auf dem Rückweg auf das wackelige Ding verzichten. Dann kommen wenn wir ihn haben, müssen wir nicht mal Boot fahren. Das ist ja, da haben wir Zeit. Also wenn ihr einen Florian Wechsler seht, den suche ich immer noch. Kohlehändler. Richtig. Einfach nicht abgeholt. Cool. Die Lagerungskosten fressen uns mittlerweile auf. Das geht gar nicht. Ihr seid noch nicht auf die Idee gekommen, die Kohle jemand anders zu verkaufen. Na, wenn er sie nicht bald abholt, wird das Geld daraus schon nicht mehr reichen, um die Mahnrolle zu bezahlen. Oh je. Ja. Also in seinem eigenen Interesse finden wir ihn schnell. Na gut. Ja, vor euch ist das Boot angetollt. Die Mannschaft bringt noch einige Waren an Bord. Ihr könnt 3 oder 4 Besatzungsmitglieder zählen. Und einen grimmig dreinblickenden Seebär mit 2 zugekniffenen Augen und einer kleinen Pfeife, der sich das alles anschaut. Wir sind schon letztes Mal angehört, ne? Oh. Noch liegt es auf dem Wasser. Ich meine, ihr hattet angekündigt, dass ihr mitfahren wollt. Ja. Ja. Ihr habt aber noch nicht bezahlt. Ah, okay. Das können wir jetzt machen, nicht, dass er die Plätze anderweitig. Was soll das denn kosten überhaupt, was wir uns gesagt haben, oder? Bootfahren kostet, meine ich, 10 Silber pro Tag. Ui. Wie viele Tage sind's? Ui. 3. Ich bin gerade am Überlegen. Also es gibt mehrere Anlegestellen, die befestigt sind. Mhm. Also die Boote fahren nicht nachts. Zur nächst größeren Stadt, wenn man sie so nennen will, es ist ungefähr 1,5 Tage mit dem Boot. Das wäre Stromdorf. Ja. Da ist aber dann halt inklusive Übernachtung an den Wegstellen plus Kost und Logis. Und also, was will er haben für Stromdorf? 10 Silber. Na, okay. Also, ihr geht auf den Captain zu? Ja. Hey da, Seeteufel! Wir wollen mitfahren! Moin, ihr Landratten! Ihr wollt mit? 3 kurze und ein Spitzohr. Zahlen wir den halben Preis, weil wir, wie ihr sagt, kurz sind? Das sollte ich aufschreiben. Ich meine aber, ihr seid ganz schön schwer. 10 Silber!
Mit Übernachtung. Und 2 Bier pro Person. Wann dann? Also wie Bier hat mich überzeugt. Wenn wir Bier kriegen, ist es vielleicht ganz erträglich. Eine Münze, auf der eine 10 steht, Elf. In Silber. Eine Münze, auf der eine 10 steht, habe ich nicht. Aber ich glaube, 2 von diesen hier tun es auch, oder? Ja. Gib mir die mit 20, dann bezahle ich für dich. Sehr gut. Ich glaube, da mache ich ein schlechtes Geschäft. Pungo trennt sich sehr schweren Herzens von seinen hart erarbeiteten Mäusen und besteht aber darauf, dass sein Hund umsonst mitfährt. Na, dann kommt an Bord, Jungs. Geht gleich los. Gibt's das Bier vorher zur Beruhigung, oder? Das Bier gibt's zum Abendbrot. Ach so. Ich will hier keinen Ärger auf meinem Schiff. Aber fahrt schön langsam, nicht dass uns die Wellen ans Ufer und dort zerschmettern. Habt ihr mal in den Himmel geguckt, Jung? Noch ist Shane. In der Nähe von Stromdorf wird das immer schlimmer. Aber bis dahin werden wir gutes Wetter haben. Na gut, dann halte den Karren schön ruhig. Ja, er schaut dich aus zugekniffenen Augen an. Du meinst aber kein merkbares Nicken wahrzunehmen. Ja, ihr macht euch an Bord. Ja. Kurze Zeit später legt das Boot ab. Jetzt könnt ihr 4 Besatzungsmitglieder und den Captain erkennen. Das Boot ist ein Einmaster und halt auf den Flüssen des Imperiums ein gewohnter Anblick. Also er hat verschiedene Waren geladen. Könnt jetzt nicht genau erkennen, was es ist. Einige Säcke scheinen irgendwie Mehl zu sein. Eben normale Transporte. Ihr seid aber die einzigen Gäste an Bord. Also die einzigen Passagiere. Ja, ihr legt ab. Fahrt unter der Brücke von Reigdorf hindurch. Zwergische Handarbeit. Ich hätte nach Flusstrollen-Ausschau. Wenn das Boot bloß auch zwergische Handarbeit wäre. Der Captain tut so, als ob er dich nicht gehört hat. Ja, ihr verlasst Reigdorf und fahrt den Fluss hinunter. Wenn man Brücken längs an den Flüssen entlang bauen würde, wäre das viel einfacher, oder? So, das Schiff. Quasi wie Straßen. Das alte Boot, die Albatros, besteht aus folgenden Locations. Schankraum. Das Krähennest. Oh. Das Unterdeck. Mhm. Koordination ist problematisch. Über Bord. Das Kapitänsquartier. Das Hauptdeck. Und die Takelage, die sich quasi zwischen Hauptdeck und Krähennest befindet. Da. Ich stelle mich schön an Hauptmasten halt wieder fest, dass ich nicht runterfalle. Also unten ist es angenehm dunkel, erinnert fast an einen Tunnel, oder? Ja, aber das, wenn Wasser einen also, runter, läuft man da als erstes. Die Albatros ist jetzt nicht so das Riesenschiff, also Unterdeck. Okay. Ein Zwerg kann stehen, alle anderen laufen da gebückt rum. Okay. Eigentlich wie zu Hause. Ich wundere gerade, dass ich kein Seil mitgebracht habe, um mich am Mast festzubinden. Wenn es absäuft, gehst du damit unter. Das solltest du lassen. Ja, alles wird schnell vorbei. Ich könnte dich festnageln. Hammer und Nägel hast du mit. Ich könnte mein Schwert benutzen. Ich überleg's mir. Aber das brauche ich noch. Also. Ja, zwischen den Locations zu wechseln sind jeweils das mittlere Entfernung. Das heißt, man braucht 2 Manöver. Mhm. Ja, die Reise ist relativ ereignislos. Am Wegesrand laufen Wege oder Straßen entlang, Bauern, andere Flussschiffer. Der Tag vergeht und ihr macht gut Geschwindigkeit. Es wird Mittag, es wird an Bord in der Kombüse so eine Art Haferbrei produziert. An Bord werden eigentlich selten offene Feuer gemacht, deshalb wird die Feuerstelle halt immer besonders geschützt. Der Captain verspricht euch aber, während ihr den geschmacklosen Brei kaut, dass am Abend, wenn wir an der richtigen Anlegestelle anlegen, dann nehmen wir das Gasthaus. Im Preis inklusive 2 Bier. Oh mein Wort. Ja, wollt ihr an Bord irgendwas machen? Ich habe kein Bier dabei. Dann wartet, bis wir in Stromdorf sind. Da gibt es das Donnerwasserbier. Das beste Bier der Gegend. Wie viele Besatzungsmitglieder laufen hier so rum? 4. 4? 4 plus Captain. 4 plus Captain. Ich bleib für meinen Mast und bin sichtlich. Versuche auch nicht
Ich gucke nur den Mast an. Also ich werde mich eher vorne im... Ja, hier ist das Bug. Seid vorsichtig! Pungo. Pungo steht am Heck des Bootes, wo das Steuer ist, und hält sich dort an der Reling fest. Und seine Gesichtsfarbe ist von aschfahl ins Grünliche gewechselt. Das Bootfahren scheint ihm nicht so gut zu tun. Ja. Ich stehe hinten und gucke nach oben, dann muss ich das Wasser nicht sehen. Nachmittag geht durch und Laurenor, du meinst vor euch auf dem Fluss etwas zu sehen. Ein anderes Schiff. Da kommt uns was entgegen. Oh nein! Also, ein anderes Schiff. Ja, der Captain guckt nach vorne. Franz! Was denn das? Ja, im Krähennest, was bei dem kleinen Boot eigentlich mehr so ein kleines Trittbrett oben auf dem Mast ist, steht Franz. Franz ruft runter. Das ist ein Freudenschiff, Captain! Was? Ja, wenn ihr schon mal auf dem Reit gefahren seid, dann wisst ihr, dass es auch Amüsierschiffchen gibt, an denen man nachts andocken kann, wo man essen kann und weibliche Gesellschaft bekommt. Sind ihrer Zeit weit voraus. Fahren den Reik hoch und runter. Ja, das Schiff kommt näher und jetzt kannst du auch erkennen, dass es auch bunt bemalt ist und obwohl es noch nicht dunkel ist, am Bug eine kleine rote Laterne leuchtet. Bringt einen ja voll durcheinander. Ich dachte, rotes... Wie breit ist denn eigentlich dieser Fluss? Rechts oder so. Also er wird... Jetzt gerade? Die meiste Zeit von mir ist so ein Durchschnitt. Also der Reik selbst ist so Kategorie Elbe. Also das ist ein Riesenfluss. Ja, ihr seid aber noch auf einem der Zuflüsse, die direkt aus dem grauen Gebirge kommen. Also auf jeden Fall so, dass zwei Schiffe aneinander locker vorbeifahren können. Weil die sind nicht so riesig, also so Weser-mäßig oder so wahrscheinlich. Ja. Kann man die Straße sehen? Vom Boot aus? Ja. Ich will immer mal wieder gucken, ob da nicht irgendwo der umgekippte Wagen des verschollenen Kohlenhändlers liegt. Siehst du nichts? Ich guck latent in die Richtung. So die ganze Fahrt über, wenn ich nicht sage, dass ich was anderes tue, gucke ich, weil ich will den Kerl und ich brauche das Geld. Sehr gut. Ich behalte mal das Schiff im Auge, was das noch zukommt. Das Freudenschiff kommt immer näher und an Deck steht ein bunt gekleideter Mann, der euch zuwinkt. Guten Tag, die Herren! Außerordentliche Damen, die euch hören und sehen lassen, vergehen. Kommt her, macht längsseits. Captain, dafür haben wir keine Zeit. Termine und so. Doch nicht auf dem Wasser, du Wahnsinniger! Ja, ich meine, was denkt der gute Herr? Wie soll ich mich denn konzentrieren bei dem Geschaukel? Das würde sowieso nicht gehen. Könnt ihr auch für eure Freunde sprechen? Fragt euch der Captain. Wie gesagt, in ungefähr 3-4 Meilen haben wir unsere normale Andockstelle erreicht. Da gibt es aber keine Unterhaltung. Es ist eure Sache. Die Männer würden sich sicherlich freuen, wenn wir kurz denken. Bei dem Geschaukel ist bei mir sowieso tote Hose, das könnt ihr vergessen. Wenn eure Männer halten wollen. Es ist eure Entscheidung. Da will ich aber mindestens 3 Bier. Im Preis inbegriffen. Es ist eure Entscheidung. Wenn ihr ein Bier drauflegt, können wir hier anhalten. Ich lege überhaupt nichts drauf. Ja. Weiterfahren oder anhalten. Ich muss ja auch nicht anhalten. Wenn wir jetzt anhalten, kriegen, ich möchte lieber mit festem Boden unter den Füßen und dem Rest meines Körpers schlafen. Na gut. Der Captain ruft Franz hoch. Sorg ihn das, wann ich wollen. Ja, Franz brüllt aus vollem Hals vom Krähennest zum anderen Schiff rüber, dass sie keinen Bedarf haben. Die bunt gekleidete Person ruft aber immer weiter, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr habt die Rosmilda noch nicht gesehen. Die ist so riesig, da können zwei Zwerge sich gleichzeitig dran festhalten. Hi. Ja, das sieht man denn irgendwen außer ihm auf Deck? Nein, du kannst aber mal eine Beobachtenprobe machen. Das ist meine Spezialität, geht auf Intelligenz, ne? Ja. Oh, mit 2 nur. Jetzt muss ich kurz wieder überlegen. Prinzipiell das. So, aber beobachten habe ich ja. Sind wir hier im Wald? Nein. Schade. So, müssen wir überlegen. Kann ich mich noch verschieben? Ja. Das ist ja die Frage. Willst du dir mehr Zeit lassen beim Gucken oder willst du ganz locker rücksichtsloser gucken? Ich gucke nicht so rücksichtsloser. Waghalsiger. Ja.
Vielleicht haben wir Glück. Oh, ja. Aber Chaosstern, oder? War das, glaube ich? Ne? Es bleiben 0 Hämmer übrig. Chaosstern und 3 Adler. Ja, auf Deck muss man aufpassen. Also während du schaust und dir versuchst, irgendwelche Aufmerksamkeiten oder Beobachtungen zu machen, hältst du dich an der Reling fest und rutscht einmal halb kurz ab, kannst dich aber nochmal halten, bevor du ins Wasser fällst. Mhm. Ja, irgendwie erkennst du eigentlich nichts. Du siehst halt diesen bunt gekleideten Typen und das Freudenschiff. Ja. So. Findest halt nur seltsam, dass er von Frauen spricht, die irgendwie nicht an Deck sind, die man nicht angucken kann. Eben schon vorher. Seltsam. Ja. Lauren hält sich gerade noch fest. Verdammt. Hey, Moment, flucht irgendwas auf Elfisch? Der Elf kann sich schon gar nicht halten, ruft der bunt gekleidete Mann vom anderen Schiff. Was? Ja, zeigt doch mal eine Frau. Wir machen gleich on. Also er hält quer auf euer Boot zu. Ich will vorher was sehen. Habt den Florian Wechsler an Bord, den suche ich. Da schulde ich mir noch Geld für meine Kohlen. Oh mein Gott. Wir kennen keinen Florian Wechsler. Mist, naja. Aber hätte sein können. Aber du kannst den Frauen Namen geben, wie du willst. Das bringt mir nicht weiter. Sie geben mir ja doch das Geld für die Kohlen nicht. Ja, dann zeig doch mal eine. Ja, das Boot ist jetzt auf 5 Meter ran. Gleich sind wir da. Dann könnt ihr alles gucken. Ja. Vorsicht, sonst gibt das auch Unglück. Ja, aber nicht ich so jetzt ein reinfahrendes Boot, ne? Das macht mich ganz. Du ziehst deine beiden Schwerter. Ja. Also nicht so schnell, nicht schnell, sondern einfach so, dass ich so eine Hand irgendwie so, dass ich auf dem Schiff dann so. Also ja, der Captain schreit jetzt inzwischen selber das andere Boot an, dass er gefälligst Abstand halten soll. Ich halte mich am Mast fest. Das andere Boot macht aber überhaupt keine Anstalten, irgendwie den Parallelkurs zu ändern. Rammen wir uns etwa? Es wird sehr eng. Also so, ihr kennt euch mit der Schifffahrt nicht aus, aber offenbar wollen die irgendwie anmachen. Ja, weil so. Also wenn ich das merke, dann werde ich mich. So oder so anders so. Längsseits. Das ist schon mal gut, da geht nicht so viel kaputt. Wie sieht denn das aus bei dem Schiff? Also ist das, die Reling ist ja quasi abgeschlossen, also ist irgendwie so hoch oder so. Und, richtig. Also wenn ich das merke, dann werde ich mich auf den Boden werfen. Du wirst dich auf den Boden. Ja, flach auf den Boden, damit ich nicht, wenn ich ins Rammen über die Reling fliege oder sowas. Was macht ihr? Ich halte mich aber da fest. Ich bleib mittig stehen. Aber wirklich erst, wenn ich mir relativ sicher bin, dass wir uns rammen. Also dann kurz vorher sozusagen. Also wenn ich denke, dass er nicht mehr ausweichen kann. So irgendwie 2-3 Meter vorher oder sowas. Ich halte mich von der Reling fern. Ich will doch nicht mehr auf dem Meer. Fluss. Ja, der Captain schreit jetzt inzwischen aus vollem Hals. Abdrehen, du Idiot! Und das andere Schiff knallt, schrammt die Albatros und mehrere Seile mit Enterhaken fliegen über die Reling. Ein Überfallfreudenschiff. Die Besatzung der Albatros ist in heller Aufruhr. Ich zieh meinen Hammer. Und an Deck des Freudenschiffes tauchen mehrere wilde Gestalten auf. Und einer der eurer Crewmitglieder schreit aus vollem Hals: Oh nein, der dreckige Dirk! Wir sind alle tot! Ja, schon schwingen sich mehrere hässliche Gestalten auf euer Deck. Die Rosmilda habe ich mir aber schöner vorgestellt. Nicht auf die Namen achten. Oh, der eine sieht genauso aus wie ich, das könnte. Ja, so, also auf der anderen Seite machen sich noch mehr Gegner bereit anzugreifen. Gut, Initiative würde ich sagen. Die wollen hauen. Was tue ich? Die wollen hauen. Du würfelst Initiative. Ja. Das wie ist das, was ich gerne wissen wollte. Gewandtheit, meine ich? Gewandtheit. So weit kommt es noch. Ja, das ist bei Star Wars so. Echt? Also extra von Gewandtheit weggenommen. Also, du hast Gewandtheit 3. Das heißt, du würdest eigentlich 3 blaue nehmen. Okay. Ich erlaube euch aber schon für die erste Runde in irgendeine Richtung in. Also dürfte ich mir theoretisch nochmal verschieben, ne? Ja. Koordination war es, ne? Nein, Gewandtheit. Ganz normal. Nur eine Gewandtheitsprobe. Nur eine Gewandtheitsprobe. Ohne irgendeine extra. Achso, okay. Ach Mist, da muss ich jetzt eine schwarze. Damit würfel ich jetzt. Ich habe keine Wunde mehr, die irgendwas macht. Also keine Stimme mehr. Na doch, eine Fleischwunde, aber die ist nicht schön.
So, jetzt möglichst viele Hämmer. Oh, Totenköpfe sind nicht gut, ne? Nee, Totenköpfe sind nicht gut. Aber bei Initiative glaube ich nicht. Das so. Sieht nicht gut aus, auch wenn ich nichts davon ein verstehe. Ein Hammer und ein Totenkopf, zwei Totenköpfe. Also ein Hammer. Das heißt, ihr seid beide auf 1. Ich bin quasi unter 0. PC, PC und ein PC. Also du bekommst für deine, also pro Totenschädel bekommt ihr einen schwarzen für eure nächste Aktion. Also ihr seid vollends überrumpelt. Nein. Kann ich in meinem Buch schreiben, dass ich einen Groll gegen den dreckigen Dirk hege? Wenn du es überlebst, auf jeden Fall. Kann ich jetzt schreiben? Vor allem, wenn er es überlebt. Den verpassen wir in der Waschung. Stimmt, wenn es nicht überlebt, habe ich umsonst geschrieben. Mhm. So. Das lassen wir lieber. Schreib mit einem Blut. Die okay, haben, das heißt, ich muss mir diese jetzt eine ganz einfache Aktion schon mal raussuchen. Die haben einen weißen dazu. Oh Gott. Weil sie euch überrascht haben. Das sind 4. Einer. Das sind 3. Was heißt, muss ich jetzt, kann ich nicht einfach draufhauen oder muss ich irgendeinen Kram machen? Ne, du musst erstmal, ja, du kannst draufhauen, sobald du dran bist. Okay. Das dauert nochmal. Fürchte ich. Also, es sind aber, die 3 sind vor euch dran. Mhm. Also, sie haben sich rübergeschwungen. Und sind quasi in der gleichen, im gleichen Bereich wie ihr. Das heißt, hier drin ist das alles kurze Entfernung. Jawohl. Ja, so rum. So. Also wir haben, das hier ist Kumpel T. Das ist Kumpel L. Hey, warte mal. Was ist das hier? Kann ich das machen? Ja, wenn du dran bist. Okay. Also, du kannst, Aktionskarten kann man grundsätzlich dann machen, wenn man dran ist. Mhm. Ausnahme sind sowas wie Blocken, Parieren, Ausweichen. Die haben dieses kleine Schildsymbol. Das heißt, die darfst du auch benutzen, wenn du nicht dran sind. Also, die sind dazu da, um etwas gegenzuwirken. Da, wo die Reaktion steht. Richtig. Und dann gibt's aber auch noch verschiedene andere Reaktionskarten. Wo ist das Symbol? Aktive Verteidigung. Das ist das Symbol. Ach so, aha. Also kann ich das auch jetzt machen? Wenn du dran bist, darfst du eine Aktion machen. Ach nein, das ist kein Schild, das ist kein Kreis. Ich seh's. Richtig. Und es gibt dann halt später noch andere Reaktionskarten, die du halt auch quasi benutzen kannst, wenn irgendjemand was dir tut. Mhm. Oder ein Gegenschlag oder solche Geschichten. Mhm. Ja, Gegenschlag. Ja, der hässlich dreinschauende mit dem flauschigen Hut springt auf Torgrim zu und schlägt ihn mit einem einfachen Schlag. So, du willst ausweichen. Ich will ausweichen. Du kannst ihn erstmal würfeln lassen, dann kannst du sehen. Danach will ich. Hat er überhaupt keinen Erfolg oder so? Nee, das geht nicht. Du musst doch, er muss doch vorher wissen, was er als Erschwernis dazu hat. Richtig. Ach so. Ich will ausweichen. War vielleicht bei Star Wars so oder was? Muss nicht auf alles hören, was ich sage. Nee, das ist auch richtig. Das schneiden wir aber raus hier. So. Tristan will's wissen. Das heißt, er macht einen. Macht ein bisschen Aggression dazu und ist grimmig, während er auf dich zuspringt. Mhm. So, dann klaue ich mir mal kurz aus deinem Stapel den... Ausweichen? Nee, einfach einen Schlag. So, das heißt du, genau, was ich jetzt von... Also, normaler Nahkampf hat Schwierigkeit 1, einfach. Jetzt sagst du mir, welchen Verteidigungswert du hast. Das kommt durch Rüstung oder Schild. Und dein Kettenhand hat Verteidigung 1. Das ist nicht viel, oder? Brauch nicht. Das ist aber schon mal überhaupt was. Das heißt, ich bekomme einen schwarzen. So, und jetzt kannst du halt noch dein Ausweichen benutzen. Mhm. Das heißt, ich bekomme einen schwarzen. Du kannst gleichzeitig mehrere aktive Verteidigungen benutzen. Das heißt, du könntest noch versuchen zu parieren. Oder blocken, wenn du Schild hast. Nee, ich habe den Hammer, das ist eine Zweihandwaffe. Blocken kann ich also erst nehmen, wenn ich ein Schild in der Hand habe. Hammer ist eine Zweihandwaffe? Okay. Sie hat einen Zweihandhammer. Okay. Mhm. Ich wollte was Fettes. Torge, was Fettes. Ich liebe Zweihänder. Schild ist cool, aber Zweihänder ist cool. Also, du hast Nahkampf trainiert. Das heißt, es kommt noch ein Schwarzer dazu bei Parade. Das heißt, durch Parade kriege ich 2 Schwarze. Mhm. Genau. So, du legst jetzt... Die sind weg? Nein, da legst du jetzt jeweils 2 Auflademarker drauf. Und die kommen irgendwann wieder. Richtig. Mhm. Warte, so... 2 und 2. So, ich hau mal. Da bleibt ein Hammer übrig. So, das heißt, deine Rüstung
hält etwas ab. Es bleibt aber 2 Hämmer und 3 Atlas übrig. Das heißt, mit 2 Hämmern kann ich nichts erreichen. Ich mache normalen Schaden. So, mit den 3 Adlern könnte ich aber was machen. Entweder ich kann ein freies Manöver durchführen, das finde ich doof. Oder aber der wird mit seiner Handwaffe versuchen, eine kritische Wunde auszuführen. Also den kritischen Wert zu erreichen. So, der Genosse würde bei dir 9 Schaden verursachen. Mhm. So, dann sagst du mir jetzt, wie viel du Widerstand plus Schutz deiner Rüstung hast. Schutz 2 und was ist Widerstand? 4. Das heißt minus 6, das heißt es bleiben 3. Das heißt, du bekommst 3 Wunden und eine von den Wunden ist kritisch. Eins, zwei, drei. So, du hast ein kleines Trauma. Also, er trifft dich mit dem Enterhaken, macht dir 3 Wunden und eine davon ist eine kritische. Gut, der nächste ist dran. Was macht denn die kritische? Bitte? Schlitzt sie den Bauch auf, oder? Ja, aber ich habe 2 Karten und 3 Wunden. 3 Wunden und 2 Karten, meine ich. Richtig, aber die dritte ist ja umgedreht, ist eine kritische, die ist aber auch eine Wunde. Ach so, also die 3, ja. Die zählt noch nichts. Also du hast 3 verschiedene Wundenkarten, das heißt, du hast insgesamt 3 Wunden. Mhm. Und die ist kritisch. Wenn du die irgendwann mal heilst, dann drehst du die um, dann wird sie zu einer normalen Wunde, ist aber immer noch da. So, ja, um euch herum läuft wild die Besatzung. Das ist gut. Und der Captain hat Schwierigkeiten, die Leute unter Kontrolle zu bringen. So, der nächste schnappt sich Gutri. Ich weiche aus und mache noch ein verbessertes Parieren, nachdem ich die Stange losgelassen habe. Du kannst doch mit dem Mast parieren oder das angreifen. Heißt, ich kann du hast noch gar keine Waffe in der Hand. Ach. Ein Nahkampf, ja gut, mit Bogen. Pariert damit mit den Zähnen. Ja, reiß ihn aus. Also du weichst aus. Gib mir einen schwarzen. Du hast keine Rüstung, das heißt Verteidigung 0, aber ich glaube, du hast eingebaute... Genau, Schutz, natürlich Verteidigung von 1. Sehr gut. Er haut. Und 2 Schwerters. Das heißt, durch dein Ausweichen trifft er weniger. Und durch die Grundschwierigkeit, es bleiben 2 Hämmer, 2 Adler übrig. Das heißt, er macht normalen Schaden und löst nichts extra aus. Das heißt, du würdest 9 Schaden bekommen. Widerstand 4, hier ein Schutz 5. Da könnte ich noch Wegstecken nutzen. Dann bin ich bei 7. Das heißt, ich bleibe. Du kriegst 2 Wunden. Genau, 2 Wunden und 5 Auflagemarker brauche ich. 2 Wunden. Du hast. Achso, das Wegstecken. Ach, ja, Auflagemarker. Gut, der dritte von der Partie springt auf Laurenor zu. Ja, ausweichen und verbessertes Parieren. Okay, das gibt 3, oder? Das. Es gibt auch einen Lila, ne? Genau. Ach, stimmt. Rüstung oder sowas? Nein. Brauchst du nicht. Brauch ich nicht. Ja, der wird's auch wissen. Und springt wild sabbernd auf dich zu. Das geht auch. Und er haut komplett daneben. Das sind 4 Schwerterchens. 2 Totenköpfe hat er auch noch. Und 2 Totenköpfe. Du könntest dich als freies Manöver von ihm lösen. Ja. Ey, das mache ich tatsächlich, damit ich nicht eine Karte benutzen kann. Also, er kommt wieder zu, ich gehe nochmal, versuche mich zu hauen und ich weiche nochmal ein Stück zurück. Sehr gut. Ja, jetzt seid ihr dran und ihr könnt euch aussuchen, wer was machen will. Ich werde mal gleich anfangen, ich weiß nicht, was ich machen will. Du brauchst Auflademarker für deine Aktion, Verteidigungsaktion. Mhm. So. Ich mache hier dieses... sonst nichts, was ich könnte. Achso, den schwarzen Würfel muss ich erst beim Angriff mitwürfeln. Hätte ich den gerade bei der... Ach Quatsch, hast du... Bei eurer ersten eigenen Aktion. So. Ja. Den Pfad der Vernichtung, oder wie er heißt, ne? Trail of Devastation. Also. Ich war kurz zurück in mich und stürme jetzt auf den zu und versuche den mit dem einen Schwert zu erwischen. Okay, dann gib mir mal kurz
Trail of Devastation. Da kriegst du auch zwei schwarze, oder wie ist das? Da krieg ich zwei schwarze, statt gar nichts. Also, Zweihandwaffe, dim. Nee, Zweihandwaffe, ja. Also, zwei einzelne, eine Waffe in der Hand. Eine deiner Waffen ist deine Primärwaffe. Von der Ini auch noch zwei schwarze, ne? So. Von der Ini auch noch zwei schwarze? Ach, oh, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Den. Und den hier. So, das ist die Schwierigkeit. So. Er hat aber keinen extra Schutz. Das heißt, du kannst dazu nehmen, was du willst. Ich bin spezialisiert auf Schwerter. So, jetzt mal kurz gucken. Ich habe hier 2, 7, 3, 1. Ja, ich riskiere es mal. Gucken, was rauskommt. Was heißt das hier? Das ist gar nichts. So. 2, 3. So. Der Komet heißt... Du darfst den Kometen auch in einen Adler oder in einen Hammer umwandeln. So, wenn ich das mache, habe ich getroffen, ne? Richtig. Also nur durch deine Fähigkeiten am Schwert triffst du überhaupt. Das ist, wo ich so überrascht war. So, aber mit einer Adler kann ich was machen, glaube ich. Ne? Also, ein Hammer bedeutet, du triffst das Ziel für normalen Schaden. Danach darfst du dich lösen und diese Aktion gegen ein neues Target mit deiner anderen Waffe durchführen. Ja. Maximal zweimal pro Runde. So, das heißt, du triffst, du kannst mit zwei Adlern einen Schaden und einen kritischen hinzufügen. Gut. Dann mache ich 11 Schaden und einen kritischen. 11 Schaden und einen kritischen. Dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Ja, du triffst ihn mit deinem ersten Schwertstreich schwer und schlägst ihn aber dabei sogar noch ein Ohr ab. Yeah. Eine schwere Verletzung. Oh. Ja, Blut schießt aus seinem Schädel hervor, er presst die Hand drauf und geht zu Boden und bleibt dort wimmernd liegen. Ah, die Verletzung hat nochmal mehr Wunden gemacht als... Richtig, normalerweise macht man das so, dass die, also normale Gegner kriegen halt keine kritische, sondern die kriegen halt einfach den Schweregrad nochmal als extra Wunden. Achso. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Genau. Ohne Ohr. Ja. Zack, dann orientiere ich mich mal um und... Springst auf den? Genau. So, die zwei schwarzen... Sind jetzt weg? Richtig, die waren nur für die erste Aktion von der Inni. Das heißt, es waren nur zwei schwarze von der Aktion. Ich nehme nur mal einen Schicksalspunkt dazu. Ich will den jetzt auch... haben die Rüstung noch irgendwie irgendwie? Achso, okay. Die sind leicht bekleidet. Okay. Ist ja auch ein Freundenschiff. Oh Gott, der war ja schlecht. Der war daneben. Ach nee, ich habe wieder mal einen Kometen. Ja, Sigma ist auf deiner Seite. Ey. Sigma loves you. Ja, mit Sigmas Hilfe triffst du. Du machst aber zwei Schädel. Ja, machen die irgendwas? Also ein Schädel. Suffer one fatigue. Okay, dann krieg ich einen. Eine Erschöpfung. Also du machst normalen Schaden, richtig? Ja, 10 sind das dann. Ja, und du triffst den zweiten auch schwer, der gar nicht damit gerechnet hat, wie der wilde Elf um ihn rumtanzt. Ja, der zweite von euch ist dran. Wer ist das? Können wir uns aussuchen. Ich mach mal, erklär mir, was ich nehmen muss. Ich möchte gewaltiger Hieb machen. Dann mach mal gewaltiger Hieb. Also, ist ganz normaler Nahkampfangriff. Das heißt, wir nehmen erstmal deine Stärke. So, das wäre normalerweise... 4 blaue. Jetzt musst du überlegen, ob du noch quasi eher aggressiv wirst oder eher. Ich bin aggressiv. Dann kannst du einen auf Rot noch gehen und kriegst du einen roten statt einen blauen. Richtig. Ist das besser? Ja. Ja. Also die sind besser, die roten führen aber manchmal halt zur Erschöpfung. Also muss ich hier meine 12 finden. Nee, Moment. So, dann kommt die Grundschwierigkeit dazu, das ist der lila, ne? So, jetzt würde normalerweise noch der Rüstung dazu kommen oder halt die, wenn die versuchen, irgendwie ihre Aggressionswürfel in irgendwas Sinnvolles umzuwandeln. Fähigkeit fehlt auch noch, glaube ich. Ne? Und das versucht er. Genau, die Fähigkeit kommt gleich noch. Das versucht er. Das heißt, ich gebe dir noch einen schwarzen dazu. So. Was jetzt noch dazu kommt, ist deine Nahkampffähigkeit. Ja, Moment jetzt. 1. So, und bist du spezialisiert auf Zweihandwaffen. Ja. Das heißt, du bekommst noch einen.
weiß nicht so. Jetzt darf ich. So, nein. Zwerge haben eingebaut Groll. Ja. Wenn dir jemand im Kampf eine Wunde verursacht hat, ja, kriegst du automatisch einen Weißen dazu. Bei 3 Wunden kriege ich nicht 3. Ja, das wäre schön, ja. Ich bin extrem grollig. Es hilft aber automatisch gegen Orks und Goblins. Die müssen dich nicht vorher verwundet haben. Was will ich? Du könntest noch Schicksalspunkte hinzufügen. Davon hast du 3. Das triffst du auch. Treffen wirst du auf jeden Fall auch so, denke ich mal. So, als Grollträger ist deine Spezialfähigkeit, wenn du gegen die den Groll schon in deinem Buch eingetragen hast. Habe ich nicht geschafft, die waren zu schnell. Da haben sie auch noch nichts gemacht. Dann könntest du halt Schicksalswürfel gelber anstatt weiße benutzen. So. Also sie sorgen dafür, dass ich länger auf diesem Fluss bin. Das sie haben also was gemacht. Ich habe es nur noch nicht eingetragen. Das ist Fähigkeit ziemlich krass, ne? Also eintragen. Gelben statt einen weißen Würfel, ey. Ja. Eintragen. Es wirkt sich auch auf alle anderen Zwerge aus. Ich hatte noch keine Zeit, das einzutragen. Du hattest keine Zeit. Nein, ich wollte, aber du meinst, sie greifen schon an. Ich konnte also schon nicht. An. Warte mal, ich muss ja noch was schreiben. Ich muss schneller schreiben üben. Also, du kannst noch, wenn du willst, einen Schicksalspunkt hinzufügen oder sowas. Ist aber in dem Fall nicht nötig. Okay, also, dann hebe ich mir die doch gespielt. Außer du würfelst jetzt kolossal schlecht. Ich glaube, das habe ich gerade getan. Gar nicht mal unbedingt. Also, die sind weg, ne? Musst du nur mal die Hämmer angucken, die sind das ist erstmal wichtig. So, es sind keine Schwerter da. Ah, was ist das hier? Bei dem Hammer ist was dabei. Genau, bei dem Hammer ist ein Schweißtropfen dabei. Das heißt, du kommst ein bisschen in Erschöpfung. So. Was sind die 3 Adler und die 2 Totenköpfe? So, die... Ich vergesse mal, ob die sich aufheben oder nicht aufheben. Sagen wir einfach mal, ich glaube, eigentlich heben sie sich. Jetzt immer so. Sigmas Komet hebt sich nicht auf mit dem Chaosstern. Richtig. Also, die heben sich auf. Also, das wären halt negative zusätzliche Effekte, das wären positive. So, das heißt, im Endeffekt hast du 3 Hämmer und einen Vorteil. So, also, jetzt guckst du auf deine Karte. Du hast die aber böse ausgeführt. Ja. So, 2 Hämmer wären, du verursachst kritische Schaden. Und noch mehr kritischen Schaden für den Adler. Richtig. Das heißt, du zählst jetzt deine Stärke plus den Schadenswert deiner Waffe. Stärke 4. 7, 11. So, plus. 11 ist eine schöne Zahl. 2 davon sind kritisch. Mhm. So, 11 plus 2 sind kritisch. Heißt tot. Bewusstlos. Das heißt keine Waffen für mich hauptsächlich. Kannst du den einen, den musst du allerdings noch anpusten, dann fällt er um. So, also, du schlägst mit deinem Zweihandhammer nach dem Typen, der dich gerade verwundet hat. Dabei triffst du ihn einmal in den Bauch und danach nochmal in den Oberkörper und die Wunde ist... Geht durch. Von unten in die Rippen von innen. Von unten durch die Rippen in innen. Ja, die schwerende Wunde wäre eigentlich nicht so schlimm gewesen, die... Braucht eigentlich eher so ein paar Tage, bis die sich entwickelt. Aber insgesamt reicht deine Zweierkombination, um sie gewaltig zu Boden zu hieben. Krieg das Auflademarken? Richtig. Und zwar 3. Das dauert ja. So, du hast eigentlich noch ein Manöver. Kann ich noch jemanden schlagen? Nein. Da kann ich sowas machen. Kannst du dich im Nahkampf mit dem anderen begeben? Nein, das wäre eine mögliche Aktion. Kann ich sowas machen? Achso, du hast, wer ist der Nächste? Stimmt, hatte ich dir gegeben. Also, Reaktion. Du besiegst einen Feind im Nahkampf, während sich ein anderer Feind in kurzer Distanz befindet. Boah, alle Gegner, das heißt ja noch nicht, dass das alle waren. Also, wenn du einen Feind im Nahkampf besiegst, während sich ein anderer Feind in kurzer Distanz befindet, kannst du eine Erschöpfung erleiden und wer ist der Nächste, nutzen dich sofort mit einem Manöver in Kontakt mit diesem Feind zu begeben und ihn mit der grundlegenden Aktion einfach Schlag anzugreifen. Füge der Würfelanstellung einen Lila hinzu. Kann ich das machen? Kannst du machen, ist die Frage, willst du es machen? Ja, haben wir nur noch einen über? Ja, wobei der sowieso jetzt gleich weg ist, wenn er angegriffen hat. Also. Ach so. Ja, mach ich mal. Ja, aber ich bin gerade im Agro-Modus. Ja. Dann mach. Wer ist der Nächste? Ja, ich mach das. Wer ist der Nächste? Hä? Wer ist der Nächste? Also, mach 4 Auflademarker drauf. Ich gebe dir Ruhe, 4 brauchst du denn? Das steht in der Zahl 4. Eine Erschöpfung brauchen wir noch. So, diesmal brauchen wir 2 Lila, ne? 4 auf die Karte. So, du darfst einen... Gott, riechst mir gleich böse. Du darfst... Einen einfachen Schlag. Das ist falsch rum, oder? Einfacher Schlag. Das ist egal, wie rum die sind. Du warst doch schon dran, ne? Ja. Du kannst, glaube ich, hier jeweils schon einfacher abwickeln, ne? Schlag, was mache ich? Ich dachte, ich mache das am Ende der Runde. Ja, am Ende deiner Runde. Ach so.
Ich habe so zwei Bäume hier. So, also du haust den letzten Typen, der noch steht. Ludwig. Ludwig versucht, dem durchgepeitschten Zwerg mit dem Hammer und dem Buch auszuweichen. So, du bekommst zwei Lilane und jetzt stell mal wieder deinen Pool zusammen. Ah. Also, deine Stärke? 4. Richtig, das ist das hier. Dann okay. Deine Fähigkeit. Warum ist einer rot? Weil Ach, weil ich Agro bin. Richtig. Und nächste Runde kannst du noch einen weiteren Agro gehen, wenn du willst. Nee, kann ich nicht. Sie ist eigentlich eher ein Ausgleich. Also ein, so. Kann man das noch lernen? Ja, kann man. Gut, okay, also das sind die 4. Da gehen hier auseinander. So, das ist deine von deiner Fähigkeit. Das ist von deiner Spezialisierung. War es das? Ja. Habe ich den schwarzen nicht mehr? Doch. Das ist die Schwierigkeit. Zwei lilane. Warte, der liegt in meiner Hose, der muss noch dazu. So, der nimmt den da? Weg. Der nimmt den weg. Das sieht nicht so gut aus. Du haust daneben und es bleiben zwei Schädel über. Richtig böse. Das heißt, er könnte sich von dir lösen. Also du bist dann da reingesprungen. Ja. Ja, und er löst sich von euch beiden. Weil er inzwischen Angst hat. Von uns dreien muss er sich. Obwohl, nee, stimmt. Er war ja nicht. Nee, von uns dreien. Ich war auch in Kontakt mit ihm. Dann löst er sich von euch dreien. Wenn er Angst hat, kann er ja gehen. Fast so, reading. Dein Zug ist zu Ende. Am Ende deines Zuges nimmst du von jeder Aktion, die sich gerade auflädt, einen Marker wieder runter. So. Ja. Kriege ich noch irgendwas hierfür? Nee, ne? Ich meine, kriege ich noch irgendwie Schaden? Nee, das war ja der Effekt, war ja, dass er weglaufen konnte. Okay. Also meistens steht dann auf den Karten irgendwie, was der Schädel macht. Mhm. Man kann auch spontan sagen, zwei Schädel könnte ich auch in eine Erschöpfung oder einen Stress umwandeln. Ach so, du hast, wer ist der Nächste benutzt? Mhm. Da kriegst du eine Erschöpfung, wenn du den Nächsten hauen willst. Das ist noch ein Ding, quasi. Richtig. Wie viel kann ich davon aushalten? Du fällst tot um. Also du fällst erschöpft um, wenn du mehr als doppelt so viel hast wie Widerstand. Das heißt bei 9. Mhm, okay. Sobald der erste Wert überschritten ist, wird es kritisch. Sobald er überschritten ist, wird er halt, kriegt der Schwarze dazu. Genau. Mhm. Und wenn sowohl körperlich als auch geistig man gestresst ist, dann ist man überlastet. Und dann führt Erschöpfung oder Stress zu vorübergehendem Wahnsinn. Juhu. Apropos. Das ist nicht anders als normal. Ich gleite auch in den Wahnsinn. Lasse den Mast los. Ziehe meinen Hammer mit einem Manöver, hechte mit dem zweiten Manöver hinterher. Glaube ich, brauche ich zwei, ne? Ist richtig? Richtig. Und schlage ihm den Schädel an. Das heißt, du bekommst eine Erschöpfung für dein zusätzliches Manöver. So, das muss ich auch richtig zusammengestellt haben. Dann kriege ich noch einen Liedernen von ihm, noch mehr. Weg mit dir! Hast ich sehe massiv. Sechs Hammer, zwei Totenschläge. Okay. Du hast einfach einen Schlag benutzt? Genau. Das könnte sich wieder lösen, wenn er es überleben würde. Er kann sich über Bord lösen. Ah, die Hammer kann man nicht doppelt nehmen, oder? Nee. Nein. Nee, nee. Na gut, dann sind wir bei 2 Schaden mehr. So. Das heißt, wir sind bei 4. Bei 9. Und dann hier der Bonus bei 11. Ja. Ja, du springst ihm hinterher. Und mit Cordens Hammer vergräbst du den Hammer tief in seinem Körper. Er geht wild nach Luftjapsen zu Boden. So. Ihr habt so einen kurzen Moment des Atemschöpfens. Es geht in den Zeitlupenmodus. Darf ich was in meinem Buch schreiben? Nein. Also wir gehen in die spielerische Phase der Erholungsphase. Also um euch herum seht ihr, wie wild die Leute durcheinander laufen. Ihr dürft in einer Erholungsphase Folgendes tun. Sobald du mir mein Spielerhandbuch gibst. Ja, Moment, anderes Zimmer. Nice. Auf jeden Fall einen Marker von den Dingern runternehmen, von den Aktionen. Ja, es gab verschiedene Sachen, die man machen kann und verschiedene Sachen, wo man sich was aussuchen kann, was man tun kann. Mhm. Und ich habe die Sachen nicht im Kopf. Und ich hatte in meinem Neukauf auch den Spielleiterschirm, wo das sogar draufsteht. Aber nicht mitgebracht. Richtig.
Irgendwas vergesse ich immer. Sehr gut. Sehr gut. Dann. Die Erholungsphase. Nein, der Spielleiterschirm ist jetzt nicht so geil. Also da gab es welche, die haben halt auf andere Blätter mehr Informationen gekriegt, aber da ist zum Beispiel aufgelistet, was man alles tun kann. So, also erstmal werden all eure Haltungsmarker einen in Richtung neutral verschoben, weil ihr so ein bisschen wieder runterkommt. So, von allen Karten, die sich gerade aufladen, wird ein Marker entfernt. Das habe ich gemacht. Und ihr verliert je einen Stress und eine Erschöpfung. Sehr gut. So, ihr könntet jetzt eine Erholungsphasenaktion durchführen. Karin Brückson hegt einen Groll gegen die gesamte Mannschaft des dreckigen Dirk. So, ihr dürftet jetzt also ein Manöver durchführen, einen Erste-Hilfe-Wurf versuchen, Robustheitswurf für Erschöpfung oder Disziplinwurf für Stress. Mach ich alles nicht. Ich schreibe in mein Buch. Also, ja. Du kritzelst in wahnsinniger Geschwindigkeit in deinem Buch, während schon... Mit säuerlichem Gesichtsausdruck. Ja, was macht ihr beiden? Ich überlege gerade erst. Ja, aber die Schuppenvogel, also kann man bei anderen abgesehen machen. Davon, dass da noch... Ist da, sieht da noch irgendwie aus, als wäre ein Bedrängnis, oder? Also die Crew ist nicht zu gebrauchen. Der Captain schreit und auf dem Vergnügungsschiff macht sich der nächste Schwung an Flusspiraten bereit. Ja. Und wie viele sind's? Angeführt von einem ziemlich dreckig aussehenden Typen. Ja. Als Freiaktion sowas wie... Warte mal, man könnte doch hier... Situation abschätzen. Und der hier machen, eine Rollgebühr von... Situation abschätzen. 10 Goldstücken. Achso, das ist nur wenn... Ja, nee, ich war also... Plus die Heilerkosten. Wie ist denn das mit Erste Hilfe? Das kann man nur bei anderen machen, ne? Nee, kann man auch bei sich selber machen. Ja, dann würde ich das zumindest mal versuchen. Also, Erste Hilfe ist... Kann das einen negativen Effekt haben? Ja. Wenn es irgendwie in die Hose geht und man mindestens 2 Schädel verursacht. Die Schwierigkeit ist wahrscheinlich ein Lilana, ne? Wenn man kritisch verwundet ist, sind 2 Lilana. Ich würde es nicht probieren. Weil ja, Intelligenz 2. Also es macht mehr Sinn, wenn man Erste Hilfe ein bisschen trainiert hat. Ja. Und was halt wirklich schön ist, ist die Aktion Verbinden und Schienen. Dafür braucht man aber dann auch. Dafür braucht man aber mindestens Erste Hilfe, damit man die Aktionen benutzen darf. Ich hatte einen Apotheker ausgewürfelt. Der hätte das gekonnt. Letzte Hilfe. Der Apotheker wäre aber nicht wie ein Spartakus auf Speed durch die Leute durchgeschnitzelt. Ja. Ja. Ihr schuldet mir das Geld für den Heiler. Kommt nur. Und sie kommen. Der dreckige Dirk. Sie kommen, um sich zu gehen. Schwingt sich auf das Deck. Achso, nee, Moment. Ihr dürft nochmal, Initiative neu würfeln, wenn ihr Lust habt. Das kann auch, das könnte auch eure Aktion. Naja, du schreibst in einem Buch, das heißt, das sage ich mal, ist deine Aktion. Ja, dann machen wir das, genau. Ich bereite mich nochmal neu auf den Anschub vor, dass diesmal vielleicht ein bisschen besser. Ja, dürfen wir Haltungsweise dann verschieben, oder? Ja. Bleibt sie auf neutral. Ja. Agro. Nee, du schiebst ja nicht neue. Ach so, schade. Ich will aggro sein. Naja, eigentlich hättest du, vom letzten Abenteuer hast du ja eigentlich einen Erfahrungspunkt bekommen. Damit hättest du eigentlich hier einen steigern können. Okay, so, dann sag mir mal neue Zahlen. Also ich habe einen Hammer. Ja, kann man sich auch verflechtern. Das heißt, es bleibt eigentlich genau so, wie es war. Erklär mir das mit dem Punkt nachher mal. Ja. Ich finde das hier gar nicht mit, aber irgendwo im Englischen steht eigentlich, man darf für die niedrigste Inni nochmal würfeln. Achso, dann hätte die niedrigste jetzt einen Hammer. Richtig, die niedrigste hatte 0, das heißt, ihr seid jetzt alle auf einen Hammer. Ja, sehr gut, aber ich kriege nicht zufällig für meine 2 Adler und nur einen Totenschädel noch einen Hammer, noch einen weißen Würfel. Doch. Cool. Hammer. Behalt mal einen bei dir. Ich könnte mir sogar einen zweiten, ja genau, ich negiere noch den Totenschädel und hole mir noch einen zweiten weißen Würfel. Richtig, dann musst du aber die Taktik... Beziehungsweise mit 4 erschöpfen. Richtig. Ich hatte einfach nur einen Hammer mehr nicht. Gut, naja, du hast jetzt die Nuller Inni auf 1 gesetzt. So, dann würfel ich mal für den dreckigen Dirk und seine 3 Kumpels, die sich zu euch aufs Deck schwingen.
hoffe. Ich halte doch ein bisschen was aus. Das wäre mal schön, wenn wenigstens einer nach uns dran wäre. Das sieht aber nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es bei gleichzeitig ist. Wonach geht es denn dann? Nach den Adlern, glaube ich. Ne? Bei gleichzeitig ist Spieler vor Monster. Ah, okay. Sind wir Spieler? Ihr seid Spieler. Ich vermeide den Begriff Helden. Finde ich gut. Ja. Das ist das Thema. Bei Warhammer gibt es auch eigentlich keine Helden. Obwohl, ja. Es gibt keine Sieger, es gibt nur Überlebende. Ja, der dreckige Dirk hat einen wunderschön verzierten Säbel, den er gegen euch richtet und sagt: Schwul. Ihr habt meine drei Freunde kaputt gemacht. Dafür schneide ich euch die Organe raus. Ihr hässlichen Zwerge. Und der dreckige Dirk. Hey, was ist mit mir? Der dreckige Dirk, er hat mich beleidigt. Das ist jetzt schon der zweite gegen ihn. Der dreckige Dirk springt gegen den spackigen Elfen. Hey, er hat gerade was von den Zwergen erzählt. Siehst du, der kennt nicht mal den Unterschied. Er möchte dich erst fertig machen und sich dann mit denen. Ich mache mir Schnürsenkel. Aus deinen Innereien. Der dreckige Dirk. Aus deinen Ohren eine Handtasche. Das Ohr von seinem Kumpel haben wir ja. Cool. Ohne Tasche keine, ja. Keine Arme, keine Kekse, sag ich dazu nur. Oh, Jake. Ja, das Übliche. Wegen euch verliere ich noch die Jungfreigabe. Ja, das sollte man in meinem Umfeld doch besser lassen mit der Jugendfreigabe. Der dreckige Dirk verursacht oder versucht sich an einem furchterregenden Sturmangriff. Dafür kriegt er von mir erstmal das da. Achso, dein Ausweichen und verbessertes Parieren ist wieder aufgeladen gewesen. Ja, ich dürfte ja danach nochmal eins runternehmen und deswegen ist es wieder aufgeladen. Richtig. So, Dirty. Das war auch, glaube ich, ganz gut. Dirty Dirk. Dirty Dirk weiß, was er tut. Nicht Harald, Dirk. Und Dirk will's wissen. Das heißt, ein Gelber für sein Können und zwei durch seine Aggression. Unbehandelte Therapie und der Standard der Standardlilane für die Standard. Und die Fähigkeit hat nichts? Welche Fähigkeit? Nee, die Aktionskarte hat nichts. Doch, die Aktionskarte hat einen schwarzen. Ah, okay, sehr gut. Kriegt der irgendwas Negatives, weil ich einen Ball hätte? Das war ein schöner Wurf. Ach, scheiße, ein Kometen hat er. Der dreckige Dirk schlägt daneben. Oh, er hat einen Sigmas Kometen und einen Hammer und das reicht für die zwei Schwerterchen und hat zwei Adler. Das heißt, er schlägt daneben und stolpert an dir vorbei. So, du musst. Adler werden auch ausgelöst, selbst wenn die Aktion nicht erfolgreich war. So, du musst bitte einen durchschnittlichen Disziplinwurf ablegen. Auf Willenskraft. Durchschnittlich. Du stolperst ihm hinterher. Disziplin. Durchschnittlich. So, ich nehme auf jeden Fall einen Schicksalspunkt. Darf ich erfahren, was der Effekt wäre? Wusch oder irgendein Malus? Dann nehme ich... Nein, ich nehme einen Schicksalspunkt, das muss klappen. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Naja, ganz viele Hämmer. Aber auch eine Erschöpfung. Also meine Haltung, meine waghalsige Haltung. Also, ja, deine waghalsige... Also du kriegst einen... das ist ein Willenskraft, das heißt, du kriegst Stress. Sein wildes Gefuchtel und auf dich zugelaufen bringt dich aber nicht aus der Ruhe. Das heißt, du wirst nicht verunsichert. Und er trifft mich dabei auch nicht. Herber. So, dann will noch einer von Dirks dreckigen Kumpels schlagen. Und er springt gegen den wahnsinnigen Zwerg mit dem Zweihandhammer. Lass das mal nicht. Soll sich gut überlegen. Nein, der wahnsinnige Zwerg mit dem Zweihandhammer ist Torgrim. Der andere wahnsinnige Zwerg. Ignoriert ja. Wir sind zu zweit, gewöhn dich dran. So, und der will es auch wissen. Ist aggressiv und setzt etwas von seinem Wissen ein. Ja, willst ja wissen, ne? So, du versuchst auszuweichen und mit deinem Zweihandhammer zu parieren. Jawohl, ja. Das heißt, drei Schwarzige. Und einen Schwarzigen durch dein Kettenhemd. Ja, soll er doch. So, und Standardschwierigkeit.
Ich sehe Schädel. Ich sehe Schädel und ich sehe... Also, dein Kettenhemd nimmt schon mal einen raus. Dein Ausweichen nimmt noch einen raus. Was mit der Parade? Die Parade verursacht massiv Schädel. Die drei Schädel nehmen aber die drei Adler raus. Das heißt, du kriegst keinen kritischen Treffer. Und es bleibt am Ende ein einziger Hammer übrig. Das heißt, du bist getroffen. Und zwar für 8 Schaden. Das heißt, ein ganzer durch, ne? Widerstand 4 und 1. Also nee, Schutz 2. Das heißt, 2 bleiben über. 2 Schaden, 2 Wunden. Richtig. Einse und 2. Das wäre lustig gewesen, wenn die kritisch wäre. Du musst mal hier sortieren. Ich habe keine Ahnung, was hier was. Du hattest doch, nein, nicht umdrehen. Ich hatte eine kritische. Ja, kleines Trauma war kritisch. Die anderen sind so rum. Und die beiden sind auch normale Wunden. Das heißt, du siehst gar nicht, was die nicht wären, wenn sie kritisch wären. Ja, du bist getroffen von dem und du hast einen spontanen Groll gegen ihn. Ja, schön. Hatte ich das nicht vorher schon? Nee, den hast du ja zum Brei gekloppt. Ich hatte einen Groll gegen die gesamte Mannschaft, habe ich eingetragen. Ja, den hast du auch eingetragen. So, du bist Groll. Ich bin Groll. Ich habe nichts. Ja, jetzt kann ich ihn seid ihr drei dran, weil ihr jeweils genau in die Eins habt. Ich war auch noch nicht. Ja. Ah, zum Breaking Dirk. Du springst auf den Dreckigen. Mich ignorierst du nicht nochmal. So, was willst du machen? Versuch's nochmal mit einem einfachen Schlag. Das ist Alarm. Ja. Ja. Okay. So, also. Hier keine Gegner auftauchen. Grundschwierigkeit. Und. Dumm. Moment, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Der dreckige Dirk hat tatsächlich eine Rüstung an, irgendwas, was als Rüstung durchgeht. Und er versucht mit seinen wilden Fechtkünsten zu verhindern, dass du ihn triffst. So, was hast du da alles reingesetzt? Also 4 Würfe vom Attribut. Jawohl. Ja, für die Fähigkeit, 2 Weiß von der Initiative, 1 Weiß und vom Hammer. Jawohl. So, Hammer, Adler. Also die heben sich auf. Also 2 Hammer, 2 Adler. Die Rüstung des dreckigen Dirks. Der Chaosstern, der zählt als... Ja. Also wir haben quasi netto 1 Hammer, 3 Adler und 1 Chaosstern. Nochmal bitte. 1 Hammer, 3 Adler und 1 Chaosstern. So. Wenn dich der Chaosstern nicht in ein Hammer, ein Schwert verwandelt, dann... Nee, gab es irgendwie mal, glaube ich, eine Idee, dass man das irgendwie machen kann. Aber ist nicht bei uns. Also, du triffst auf jeden Fall und du hast 3 Adler. Und ich ruhle... Was ruhle ich denn? Ich ruhle mal spontan, dass der Chaosstern Adler rausnimmt. So, noch 2 Adler. Freies Manöver, bringt mir das irgendwas? Nö. Du machst einfach nochmal einen Schaden. Nochmal einen Schaden, genau. Das wären also 4 und 5 wären 9. Ja, du triffst den dreckigen Dirk, verwundest ihn auch, aber er scheint nicht wirklich beeindruckt zu sein. Der merkt es schon nicht mehr. So. Greif doch an, Lump! Der dreckige Dirk schlägt sofort zurück, ja, und führt einen rächenden Schlag durch. Ist der Avenging Strike aus dem Print-on-Demand Dreadfleet, wo auch die Schiffskarten herkommen. Wenn du oder ein Alliierter in kurzer Entfernung dealt any amount of damage by the target, kocht dein Blut nach Rache. So, du darfst so viele Marker auf die Karte legen, wie viel du Schaden genommen hast, und darfst sofort einen Weapon-Skill-Check gegen das Target durchführen. So, der dreckige Dirk haut sofort Gotri. Sein Blut kocht nach Rache und er setzt noch alles rein, was nicht mehr viel ist, was er an Fähigkeiten und Können über die Jahre als brutaler Flusspirat gesammelt hat. Ich nutze Ausweichen und Parieren. Verbessertes Parieren nutze ich. Okay. Und einen schwarzen Rüstung noch.
Der lilane ist von verbessertes Parieren, okay, oder? Genau. Okay, dann bekommt aber noch die Grundschwierigkeit. Genau. So, der Avenging Strike hat aber selber auch noch eine Grundschwierigkeit. Von einem lilanen und einem schwarzen. Sollte der dreckige Dirk besser keine zwei Totenschädel würfeln? zwei Kometen. Ich sehe fünf Schwerter. Ich sehe auch fünf Schwerter. Oh, es sind doch keine negativen. Aber es sind doch viele Hämmer, oder? Das hat einer. An diesen Adlerreiten, ne? Alles, ja. Aber dafür hat er fünf Adler. So, er hat fünf Adler. Kann er ja fliegen lernen. Nee, die helfen ihm aber nicht. Aber prinzipiell. Ja, er schlägt komplett daneben. Prinzipiell eine gute Karte. Wild, Avengent, der Avenger. Das zählt als Nahkampfangriff von ihm, ne? Ja. Hau ich mir jetzt die Riposte um die Ohren. Weil du mit... Weil mich ein Nahkampfangriff nicht getroffen hat. Überparieren. Und ich habe Parieren benutzt, genau. Richtig, dann mach mal Riposte. Kann man das immer machen? Nee, das sind alles schon... Achso. Jo. Auch jetzt gleich, wenn ich ihn hauen will? Ja, klar. Cool. So, ich kriege einen schwarzen von Riposte und vom dreckigen Dirk einen lilanen, einen schwarzen. Einen lilanen, einen schwarzen. Du kannst maximal so viel Stress haben, wie du Willenskraft hast, ohne dass es einen Effekt sein hat. Ne? Können, eins, also drei. Ich habe ja erst einen. Nee, das ist Erschöpfung. Also, ach so. Aber drei Stück halt, ne? Und wie steht denn, wie viel Stress ich habe? Ja, noch hast du null. Aber wie gesagt, maximal kannst du Willenskraft haben. So, das sieht also ganz schlecht aus. Wir haben jetzt zwei. Ah. Also zwei durch deine Aggressivität nimmst du die Schwerter raus. Dann bleiben noch drei Hämmer übrig. Und Totenschild und Adler. Haben wir, sogar vier Hämmer. Vier Hämmer übrig. Das heißt, plus zwei Schaden werden 11. Das machst du ja mal mit mir. Ja, du triffst den dreckigen Dirk schwer. Der ist ja eigentlich von hin und her hier. Keine Angst, ist gleich vorbei. Ja, die anderen beiden von euch sind dran. Willst du? Ja. Ich tu das hier. An wen komme ich dran? Da steht dir einer vor. Also, du benutzt, also dein Fokus ist Hansdampf in allen Gassen. Das heißt, du darfst einen Stress erleiden und einen Fertigkeitswurf in Weißen hinzuzufügen. Mhm. Und Nahkampf ist eine Fertigkeit, demnach geht das. Richtig. Angriff. Okay, richtig. Das ist ein Talent und das gehört eigentlich an deine Karrierekarte. Wo ist denn deine Karrierekarte? Also die würde eigentlich hier so angedockt sein. Ja, Platz und so. Ja, Platz und so. Gebe ich das ab oder kann ich das immer machen? Du kannst das immer machen. Okay, wie viel Stress kann ich allein? Es gibt drei, auch, ne? Nein, da steht, du kannst einen Stress allein. Ja, aber ich kann das dreimal machen. Nein, du kannst einen Stress allein, das ist dein Talent. Und dafür kriegst du einen Weißen. Es gibt auch Talentkarten, da steht dann drauf, du kannst erschöpfen. Dann kriegen die halt wieder auf deinem Okay, Mal. Wo stelle ich Stress ein? Da. Stress sind meine blauen Perlen. Und die sammeln sich auf den geistigen Attributen. Und ich darf nur drei haben? Danach hat es einen Effekt. Also, sobald du drei hast, ist dein Charisma überstiegen. Okay. Du bekommst Charisma-Nachteile. Mhm. Du wirst ohnmächtig, wenn du mehr als doppelt so viel hast wie deine Willenskraft. Das heißt, bei sieben Stress fällst du halt durch geistige Erschöpfung um. So, aber du hast jetzt einen Stress gekriegt, das heißt, du kriegst einen Weißen. Wen willst du hauen? Kannst du dich noch einen zum Roten bewegen, das kannst du auch noch machen. Darf ich? Richtig, am Anfang deines Turns darfst du immer einen verändern. Dann kriegst du einen Roten. So. Ja, ich möchte ihn einfach nur hauen, der am nächsten dran ist. Der gerade schon dich gehauen hat. Wahrscheinlich. Deshalb hast du... Ich habe einen Groll gegen alle. Bringt das jetzt was? Ja, gleich. Also, das ist von deiner Stärke, das ist von dem Groll gegen den Typen vor dir. Dann, ja, und der Groll gegen die anderen Typen? Ja, deine Fähigkeit und deine Spezialisierung in Zweihandwaffen. So, du darfst jetzt... Normalerweise sind Schicksalspunkte weiße. Mhm. Du darfst, wenn du einen Groll hast, Schicksalspunkte gelbe dafür benutzen. Mhm. Wie, das heißt, ich kann einen ausgeben? Um noch einen gelben dazu zu nehmen. Kannst du alle drei ausgeben. Ja. Brauche ich das? Das sieht gut aus, oder? Nee, brauchst du das halt vor allem nicht, weil du ja nur einen normalen Schlag machst. Ich prügel auf ihn ein. Der hat eh nicht so einen großen Effekt, dass das... Moment, welchen haust du? Der, ich komme doch nur an den vor mir dran, oder komme ich auch an den rechten? Richtig, der würde aber versuchen, noch auszuweichen. Ja. Das heißt, ich würde dir gerne was geben. Ja, kann er ja machen. Also du kannst Schicksalspunkt ausgeben. Das ist... Du kannst einen lilanen gegen den gelben rechnen und die weißen gegen die schwarzen. Alles Wenn andere ich jetzt ist eigentlich einen positiv. Punkt ausgebe, kriege ich einen gelben. Richtig, ja. Ja, dann mache ich das. Dann schreibe ich hier eine 2 hin, ja? Richtig, und die regenerieren sich pro Session. Okay, das muss reichen. Die anderen gebe ich mir noch auf.
Also du machst einen einfachen Schlag. Zweite Klinge, weil es ja ein Grolleffekt. Mhm. Ja, das war eine gute Entscheidung. Also, die beiden Hämmer nehmen die beiden Schwerter raus. Der Totenkopf. So, der Totenkopf wird durch den Adler rausgenommen. Was waren das hier? Das war, glaub, das war Totenkopf und Hammer. Nee, also es war noch ein Totenkopf übrig, meine. Ja, das war. Also du hast einen Hammer, damit triffst du, mit dem Totenkopf kriegst du was Negatives und du hast einen Sigmas Kometen. So, Sigmas Komet kannst du umwandeln in entweder einen Adler, einen Hammer oder aber eine automatische kritische Wunde. Aber was macht den Totenkopf weg? Adler. Dann mach ich einen Adler. Ja, der eine Totenkopf hat aber sowieso keinen Effekt. Beim einfachen Schlag. Ach so. Macht der einfache Totenkopf nichts. Okay. Das ist eine kritische Wunde, wäre am schönsten. Oder kann ich einfach noch ein Damage dazufügen, oder? Mit der kritischen Wunde, ne? Ja, mit der kritischen Wunde würdest du dann mehr Schaden verursachen. Ja, möchte ich. Gut. Das heißt, 4 und 7. Das heißt, du machst 11 Grundschaden. Mhm, und einer kritisch. Richtig. Das ist wieder weg. Moment. Bäm. Das ist schwer. Ich habe natürlich einen Groll gegen die restlichen. Und du schlägst ihm außerdem noch eine Gehirnerschütterung. Und er steht aber noch. Taumelnd steht er vor dir mit einer Gehirnerschütterung. Meine Kutsche ist leichter zu überfallen. So, Laurenor. Ja, ich mache einen Doppelschlag auf den Kollegen vor mir. Dirty Dirk. Dirty Dirk ist schon ziemlich ausgepowert. Das ist schön. Ich glaube, das ist wieder nur bei einem roten. Weil ich habe nur ein Mann. Wir waren zwischendurch auf neutral zurück. Wir konnten doch schon einmal für die Initiative verschieben, hat er gesagt. Ja, aber wir mussten in einer Erholungsphase auf neutral zurück. Ja, aber das, was ich euch immer erlaube mit Initiative, ist quasi das, was ihr dann in eurer ersten Runde verschiebt. Ach so, genau. Der Angriff ist ein Manöver. Das heißt, erste Runde, erste. Der Angriff ist eine Aktion. Und ich habe nur eine Aktion. Richtig, eine Aktion und ein Manöver. Hätte ich das noch machen? Nein. Gut. So, der hat Rüstung, hast du gesagt, ne? Ja, Dirty Dog hat eine Rüstung. Hab schon. So, ja, das ist das hier. Doppelschlag hat eine eingebaute Schwierigkeit, ja. Einen schwarzen. Ich hatte nichts bei der Initiative, das heißt also, dabei bleibt es. Hier. So. Getroffen haben wir schon mal. Zwei Hämmer, zwei Adler und was macht das Ding hier? Chaosstern. Der Chaosstern. Der Chaosstern macht auf der Karte, hast du nichts? Auf der Karte. Ich kann bei beiden was machen. Ich kann sowohl bei zwei Hämmern als auch bei zwei. Ja, Chaosstern kann ja auch draufstehen. Ja, achso. Steht manchmal drauf. Ja, Chaosstern ist, während du nach Dirty Dirk schlägst, reißt er seinen verzierten Säbel hoch und macht dir einen kleinen Ritzer in dein Gesicht. Kriegst eine Wunde. Okay. Ich hoffe, dass du genauso schwul aussiehst wie er. Gut, das dürfte wahrscheinlich auch das Letzte gewesen sein, was er getan hat. So, ich treffe mit beiden Waffen. Die eine macht 12 und die andere macht 10. Wieso macht die 12? Weil die beiden Adler den Schaden von einer Waffe nochmal um 2. Also nochmal, der eine macht 12? Ja, die Hauptwaffe quasi rechts, und links, zack. Ja, nach dem ersten Schlag geht der dreckige Dirk bereits zu Boden. Der zweite Schlag gräbt sich dann noch tief in seinen Rücken. Der dreckige Dirk ist tot und die überlebende Besatzung wirkt sichtlich geschockt. Ist aber noch dran. Fliegt wie ein Narren. Zeit sauber zu werden. Ja, der dreckige Pirat springt den jetzt noch über den dreckigen Dirk gebeugten Elf zu. Ach Mensch. Ja, kann er machen. Ich kann mich auch eher nicht verteidigen, ich feige Sau. Ach doch, hier habe ich noch was. Und er legt alles in einen Schlag. So. Grundschwierigkeit ist lila und du hast nichts Schwarzes. Nein. Macht auch einen Kometen und haut sogar ziemlich gut. Immer doch einen Chaosstern. So. Was richtig Tolles können wir damit aber eigentlich nicht erreichen. Der gemacht einfacher Schlag, oder was? Mhm. Plus zwei war das. Ja, sage ich, heb dich auf. Er macht einfach er macht plus zwei Schaden. 10. 10, gut. Dann nutze ich die Taktik hier. Ja.
Nehmerqualitäten, dann habe ich einen Widerstand von 9. Kriege ich eine Wunde. Okay, Nehmerqualitäten, was macht? Macht plus 2. Dann kriegst du eine Wunde. Gut. Und sein Kumpel ist auch noch dran. So, der kriegt jetzt 4, weil ich nicht dran war, ne? Ja. Der springt auch den wirbelnden Waldelfen an. Die wollen jetzt einen kaputt hauen. Ich glaube, die kriegen Geld dafür. Jetzt nicht mehr. So, die sind schon ein bisschen demoralisiert. Weil der dreckige Dirk gerade sein Blut auskratzt. Er trifft aber trotzdem. Powert sich ein bisschen dabei aus. Und fällt um, oder was? Powert sich ein bisschen aus. Ja, nichts. Die heben sich auf. Bleiben drei Hämmer und ein Adler über. Macht er wieder so viel Schaden wie eben, ne? Richtig. 10. Dann krieg ich 3 Schaden. So, du hast jetzt wie viele Wunden insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da muss nochmal doppelt so viel kommen. Damit es gefährlich wird. Ja, das waren alle. Nächste Runde. So, den dreckigen Dirk hat es zerrissen. Das heißt, einer ist noch dran. Und zwar der vor Torgrim steht. Und er schlägt nach Torgrim. Ja, der war ja vor uns dran. Die kann ich nicht jetzt machen. Nein. Weil Verteidigung draufsteht? Geht trotzdem nicht? Nein, weil Schild, also Sachen wie Reaktion oder aktive Verteidigung kannst du machen als, also die beiden hier. Mhm. Oder es gibt halt auch, wie gesagt, so Sachen wie Riposte oder so, die haben auch so ein Schild. Das heißt, die darfst du als Reaktion auf irgendetwas anderes benutzen. Mhm. So, du hast ein Catnam, das heißt, es gibt einen schwarzen. Willst du noch irgendwie parieren oder ausweichen? Kann ich nicht mehr, oder? Die haben, du hast keine Auflademarken draufgetan, aber die dürften noch nicht wieder... Warum sie jeweils eine? Ja, jetzt wurden sie benutzt, ne? Ja, die müssten noch indisponiert sein. Ja. Also kann ich quasi nicht wirklich was machen. Richtig. Hau, hau. So, da sind aber zwei Schwerters. Und das am Ende daneben. Kommt gar nichts raus. Er schlägt daneben. So, ihr seid dran. Ja, habt ihr doch zuerst. Gut, das ist ja auch einfach. Diesmal kann ich nur einen einfachen Schlag machen. Ich habe nichts Besonderes mehr. Kann ich das jetzt machen? Achso, ich hätte noch was Besonderes. Ja, dann mach mal. Okay. Du sagst mir dann, was das macht. Mach ich rücksichtslos ins Spiel. Jetzt kann ich noch einen hochschieben. Dann nehme ich 2 rote. 2 blaue. Weiß für den Haar. Gut. Niedernen. Mit Saldinen und noch irgendwelche Rüstungen schwarz. Nein. Mit einem gewaltigen Hieb dringe ich auf einen, der... Hast du eigentlich an deine Waffe gedacht? Die gibt auch immer noch einen Weißen dazu, oder? Achso. Du bist nicht auf Hand. Spezialisiert bist du nicht. Nee. 4 Hämmer. Aber immerhin. Ein Adler und ein Chaosstern. Oh, der macht sowas. Das heißt, ich verursache plus 3 Schaden. Das heißt, das sind 12. Der Adler macht auch noch was? Der Adler kann zwei zusätzliche Auflage auf diese Karte legen, addiere dann deine Stärke zum zweiten Mal. Ah ja, dann sind wir bei 16. Und ja, dann brauche ich ein paar Auflademarker. Mhm. 16, ich glaube, da war ein weniger. So, 2 reguläre Auflademarker, dann 2 vom Chaosstern. Schade, jetzt greift meine Grubenkämpferfähigkeit nicht mehr. Ich hätte doch vorher zuschlagen sollen, ne? Hier kommen auch nochmal 3 drauf. Das kommt hier kommt wieder einer runter. 1, 2, 3. Hund! Ja, mit rücksichtslosen Spalten spaltest du den anderen Mann mit der hässlichen Mütze. Spontan die Rübe. So, und Hausregel. Rücksichtsloses Spalten ist eine der overpowerten Karten der dritten Edition. Deshalb wird... Gibst du mir bitte die Karte? Die Aufladung von 2 auf 5 geändert. Okay. Und
das will ich auch einfach hier so. Das ist echt heftig. Vor allen Dingen für nur ein oder wie, für einen Adler kriegst du noch. Also das ist. Ja, das stimmt. Für einen Adler kannst du deine Stärke. Das wäre die Karte für mich. Echt, also. Da muss man aber. Was müssen wir da? Ja, ich guck gerade gar nichts. Die brauche ich auch noch, die hole ich mal als nächstes, glaube ich. Muss halt seine Verteidigung erschöpfen. Kommen wir mal zwei auf eine Verteidigungsaktion. So. Deswegen setze ich die erst ein, wenn ich irgendwie. Also, du hast ihn rücksichtslos kaputt gemacht. Gut. Ich schlage einfach den einen, der noch übrig bleibt. Jawohl. Einen einfachen Angriff. Von ihm gibt's ja nichts. Von mir kommt auch nichts, ist ein normaler Angriff. Trifft. Ich kriege eine Erschöpfung. Das macht der einfache Schlag, ich könnte mich lösen. Mit. Also ich kann freies Manöver ausführen, das wäre zum Beispiel mich zu lösen. Ja, nee, aber ich mache einfach nur 10 Schaden. Ja. Oh, so Marker. Nee, ich muss jetzt runternehmen wieder. Du triffst ihn schwer, aber er steht noch. 10. So, und jetzt kann ich ihn wieder verteidigen. So, dann von jeder deiner aufladenden Aktionen. Achso, den noch. Dann ist Thorgrim dran. Steht noch einer? Vor dir steht einer und vor dem Elf steht noch einer. Okay, was tut das jetzt? Also, du könntest, also das eine ist Situation abschätzen und das andere ist Defensivhaltung. Die Idee ist, du kannst eine von den beiden Aktionen machen. Situation abschätzen ist sowas, du machst quasi einmal Luft holen. Und dadurch könntest du einen Stress oder eine Erschöpfung regenerieren oder von einer deiner Karten irgendwie eine Auflademarke entfernen. Mhm. Das wäre die eine Sache. Wird gegen Intuition und Intelligenz. Mhm. Defensivhaltung geht gegen Disziplin und Willenskraft. Mhm. Das ist so eine Verteidigungsgeschichte. Wenn du das machst, dann, wenn dich jemand haut, kriegt er immer einen Schwarzen dazu. Besser gesagt, wenn er dich haut oder einen deiner Kumpels, der mit dir im Kontakt steht. Und wenn du das halt mit 3 Hämmern schaffst, dann kriegen die anderen immer 2 Schwarze dazu. Die Idee ist dahinter halt, dass du halt so einen Tank in der Gruppe hast, der mit den anderen Kontakt hält und das macht, damit wenn die anderen dann zurückhauen, dass die anderen dann wie bekloppt schwarze Würfel reinkriegen. Mhm. So, du bist jetzt aber weder, du hast keine Disziplin trainiert und keine, also Willenskraft 3. Mhm. Du kannst das natürlich machen. Dass das richtig toll wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Also nehme ich das. Wenn du willst. Oder also einfach Schlag mal machen. Ich nehme das. Oder du haust einfach. Einfach Schlag geht immer. Ich nehme das. Du willst die Situation abschätzen. Ja. Und dann kann ich dann nachher immer noch schlagen, oder? Nein. Nicht? Das ist deine Aktion. Das ist deine Aktion für diese Runde. Nein, dann schlage ich ihn. Sehr gut. Das heißt, du machst den einfachen Schlag oder hat sich irgendwas... Nee, ich nicht kann auf. Nichts anderes mehr machen. Gut. Das also. Waren immer deine Würfel. Nee, genau. Und ich habe die ganze Zeit einen Würfel zu wenig genommen, verdammt Axt. Und der Groll und so? Passiert noch Würfel. Irgendwas? Also du hast, der hat dich vorhin verwundet, das heißt so eingebauten Zwergengroll. Okay, ist das alles? Schon gewundert. Ja, du könntest noch einen Schicksalspunkt umwandeln. Nein, ich habe nur noch 2. Na, die hast du auch noch für ungefähr eine halbe Stunde. Nein. Na, dann hau mal. Oh. Du triffst mit so 3 Hämmer. 3 Hämmer? Plus 2 Schaden. Plus 2 Schaden. So, das heißt, 4 plus 7 plus 2. 13 weg. Ja, mit deinem Hammer schlägst du den, der sowieso nur noch auf dem Zahnfleisch ging, brutal auf die Schulter, die dabei knackend abbricht, in seinen Körper. Du hast noch ein Manöver. Das heißt, du könntest dich mit dem Überlebenden in Kontakt bringen. Aber ihn nicht mehr schlagen. Richtig. Hast du Platz oder stehen die anderen da rum? Nö, da ist noch Platz. Liegen ein paar Leute auf dem Boden, aber... Ich komm dazu. Ja, der Überlebende winselt, Gnade, Gnade. Ja, wenn ich Gnade walten lassen soll, dann musst du aber die 10 Goldstücke bezahlen und die Kosten für den Heiler. Das ist so festgesetzt, du hast mich verwundet. Ihr bekommt all mein Geld. Lassen wir das gelten? Kommt drauf an, wie viel das ist. Wie viel ist das denn? Wir nehmen dein Boot in Besitz. Ah nee, das brauchen wir nicht. Ich guck grad komisch, ja. Ja, also ihr bildet jetzt einen Kreis um den Überlebenden. Ich würde das Geld im Zweifelsfall nehmen. Ein Boot, ne? Das Boot gehört mir nicht, das gehört dem dreckigen Dirk. Ich glaube, er hat keine Verwendung mehr dafür. Ich glaube auch. Aber eigentlich gehört es den Weibern. Welche Weiber? Wo sind die denn überhaupt? Die auf dem Boot. Habt ihr die umgebracht? Nein, die sind im Keller. Also im Unterdeck. Ah, so läuft das. Okay. Lasst ihr mich am Leben?
Erst wenn du mir all dein Geld gegeben hast. Hier, mein Geld, und, mein Geld. Und! Das ist Pungos Geld. Greift einmal in die Tasche, hier, mein Geld. Kannst du schwimmen? Ja, ich kann schwimmen, hier, ich kann schwimmen. Mein Geld, mein Geld, hier ist mein ganzes Geld. Ja, dann springen. Wirklich? Wirklich? Und die Waffe bleibt hier. Ja, er lässt die Waffe fallen und springt in den Fluss. Ich glaube, ich habe hier Kupferstücke und zwar 70, ist das so? Richtig. Was hast du da? Gar nichts. Ich habe, glaube ich, 10 Silber und, nee, 15 Silber und 10 Kupfer. Ich dachte, wir rechnen das durch. Wir legen das alles auf einen Haufen. Wir und teilen es durch einfach. Vier. Wir durch vier? Ja, die Besatzung, die sich versucht hat zu bewaffnen, ja, oder wie die sieben Geißlein halb so hinter dem Segel zu verstecken, ja, kommt jetzt hervor und einer von den Besatzungsmitgliedern brüllt, die haben bestimmt Geld dabei. Was wollt ihr machen? Wagt es nicht. Ihr habt euch verkrochen. Wir müssen rüber und die Frauen, das könnt ihr machen. Ich verlasse den Mast nicht. Rechne mal aus, wie wir das Geld aufteilen. Eines der Besatzungsmitglieder schaut sich nach links und rechts. Frauen. Die sind eingesperrt im Keller, wir sollten sie rauslassen. Ja, die ersten zwei Besatzungsmitglieder springen rüber auf das Vergnügungsschiff. Ich durchsuche die Leichen. Vielleicht kriegt ihr es billiger, weil wir sie befreit haben, Jungs. Du durchsuchst die Leichen. Und, wie sieht's aus? Also sie haben fast nur spärliche Kupfermünzen dabei. Mhm. Sonst wären sie nicht Piraten geworden. Aber wie viel hatte er denn? Aber der dreckige Dirk hat was dabei. Warte mal, wir haben uns gedacht, gleich noch was dazu. Wir müssen abwarten. Ich glaube, das reicht nicht für die 10 Goldstücke, die ich festgesetzt habe. Das stimmt. Vielleicht hat er Verwandtschaft. Kann ich euch schon jetzt sagen. Ich werde es seiner Verwandtschaft in Rechnung stellen, wenn ich sie treffe. Ich muss mal kurz überschlagen, was der dreckige Dirk dabei hat. Ja, das ist das Geld vom dreckigen Dirk. So. Was ist das hier für ein Ding? Meistens steht eine Zahl drauf. Ja, ich will nicht, ich kann immer die Farbe nicht erkennen. Silber ist das. Soll das Silber sein, ja? Weil das sieht mir irgendwie... Ja. Gut, also wollt ihr jetzt erstmal das Geld zählen oder weiter noch Sachen machen? Ja gut, dann legen wir erstmal alles auf einen Haufen. Ist der Typ schon abgehauen? Passt da auch auf. Welcher Typ? Ja, der ist über Bord gesprungen. Okay, schade, ich hätte noch seit Jahren. Also vielleicht sollten wir diesen Frauen helfen. Ja, ja. Legt eine Brücke drüber, damit man jemand darüber gehen kann. Ich glaube, so. Dann komme ich mit, meine ich. Sind sie denn jetzt schon dahin gegangen, die beiden? Die beiden haben sich aufs andere Schiff geschwungen. Die Schiffe sind inzwischen schon ganz nah aneinander und über die Enterhaken noch miteinander vertaut, die Flusspiraten rübergeworfen hatten, um euch zu entern. Steige ich auch darüber schnell. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft einfach! Das ist mir zu gefährlich, sie werden sich schon befreien. Also, wie viel Geld haben wir? Ach so, wir können jetzt auf jeden Fall die beiden, wie war das erstmal? Ein Stress, eine Erschöpfung kann ich loswerden nach dem Kampf, ne? Richtig. Es geht einen in Richtung neutral. Und jeder Marker, also jede Karte verliert einen Marker. Sehr gut. Kommen die beiden da, ne? Ja. Ja. So. Erste Hilfe spare ich mir mal, das wird auch eher nicht erfolgreich sein. Ja, mir geht's nicht gut, aber ich habe keine Ahnung von erster Hilfe. Ja, man kann immer heilen. Wobei, ich könnte ja mal, was macht so ein Heiltrank nochmal? Heiltrank normal? Heiltrank normal macht 4 weiße Würfel. Ja. Und jeder Hammer macht eine Wunde. Jeder Hammer heilt eine Wunde. Ja, ich habe ein bisschen was gefunden, dann probiere ich das. Also ich steige rüber und trinke auch wegen so ein. Wo hast du den Heiltrank her? Ich hatte ganz am Anfang schon eingekauft. Okay. Also den hatte ich beim Dings gar nicht benutzt. Okay. Dein Heiltrank macht dir 2 Wunden weg. Aber keine schwere, ne? Nein. Nein. Das ist ja nicht keine schlimme. Ja, also das ist das Geld, was ihr aus den Flusspiraten geholt habt. Ansonsten noch irgendwie eine Sammlung an dreckigen Entermessern. Und ein Rapier. Und das verzierte Rapier vom dreckigen Dirk. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ja, kannst du tragen. Ich nehme ein Entermesser. Vorteil, Kram links zu tun haben.
Das kann man sicher verkaufen. Ja, da, genau, das werde ich auch damit tun. Die zählten quasi genau wie Silber, ne? Ja. Ja, wie gesagt, dann rüber aufs Schiff und... Ja, als ihr euch auf das andere Schiff schwingt, merkt ihr, dass das Schiff irgendwie auch Kampfspuren aufweist. Also an einigen Stellen ist die Farbe abgeplatzt oder darunter ist das rohe Holz zu sehen. Das heißt, offenbar hatte jemand das Schiff schon jüngst gekapert. Sehr wohl. Von Unterdeck hört ihr Frauengeschrei. Ja, also ich will die befreien. Also, ja, du gehst unter Deck und da siehst du die Besatzung der Albatros, die sich über drei gefesselte Damen hermacht. Amoröser Natur. Free-hardcore.com. Sieht es so aus, als wäre die Dame, wäre das freiwillig oder wahrscheinlich? Nee, das ist unfreiwillig. Ich wollte schon immer mal diesen mächtigen Schlag ausprobieren. Also... Ich zähle da quasi, ich rufe erstmal, ich schreie erstmal. Dann mach mal, Und ich mach mal, ich stehe da mit zwei Schwertern, mir wahrscheinlich ein bisschen Blut überströmt, und wenn er nicht sofort da verschwindet, dann rollen hier Köpfe. Wie heißt das, Robert, zu Deutsch? Einschüchtern. Einschüchtern. So, du bekommst aber einen gelben, weil du aussiehst wie der fleischgewordene Tod. Ja, und da ich Einschüchtern nochmal trainiert habe, krieg ich noch einen gelben dazu. Und ich mach mal aber. Und da es eine Androhung von Gewalt ist, darauf bin ich spezialisiert. Also krieg ich noch einen weißen dazu. Okay. Aha. Zwei lilane, weil sie geil sind. Mhm. Und ich habe wieder den einen für Stärke vergessen. So. Totenköpfe habe ich schon mal genug. Totenköpfe hast du genug? Du hast sogar einen rechtschaffenden Erfolg. Der hat sich gelohnt. Gut, also der und der Adler nehmen die Schädel raus. Die beiden nehmen sich raus. So, bleiben drei Hämmer und zwei Adler. Ja, das reicht locker, um die Besatzung der Albatros innehalten zu lassen. Ganz ruhig, Meiser, wir wollten ihn nur befreien. Ja, das sehe ich. Weg. Ja, sie ziehen sich knurrend von den Damen zurück und die fangen an, sich von ihren Fesseln zu befreien. Und eine der älteren Damen steht auf und geht auf dich zu und drückt dir den Finger auf die Brust. Mein Herr, ihr habt uns gerettet. Ich bin René Durand. René Durand sieht aber aus wie eine normale Reikländerin, die ihre besten Jahre hinter sich hat. Freut mich, ich bin Laurenor. Vielen Dank, mein Herr, vielen Dank, mein Herr. Was ist mit dem dreckigen Dirk? Der ist tot. Sehr schön, sehr schön. Ein unsagbarer Bursche. Taucht auf, bezahlt nie, schlägt die Mädchen und jetzt diese Geschichte hier. Die sind alle erledigt. Das Schiff gehört wieder euch, falls es vorher euch gehört hat. Ja, natürlich. Aber unsere Besatzung ist tot. Was sollen wir ohne Besatzung machen? Tja. Ja, einer von den Verscheuchten... Reikdorf ist nicht weit. Vielleicht findet ihr dort neue Besatzung. Bautnergotcha! Oder das. Einer von den vertriebenen Besatzungsmitgliedern hat eine super Idee. Hey. Wir können denen doch helfen. Also das Schiff hier zu fahren, da müssten zwei von uns locker ausreichen. Ja. Dann nehmen wir es aber mit Richtung dahin, wo wir fahren. Oh no, ihr könnt denn nicht mein Schiff aufgeben. Das ist meine Lebensgrundlage. Nein, ihr müsst es ja nicht aufgeben. Ich meine nur, ihr fahrt dann mit uns in die gleiche Richtung. Wo fahrt ihr denn hin? Ja, wo fahren wir hin? Guckt den Besatzungsmann an. Das nächste wäre die Anlegestelle für die Nacht. Und dann danach der nächste Ort, Stromdorf. Ja. Da finden Sie bestimmt auch Leute, die Schiff fahren können. Dann kommen wir bis zur Anlegestelle mit. Gut, ja, zwei der Besatzungsmitglieder bieten sich an, auf dem Freundschiff zu bleiben. War einer von denen, Ja, aber die scheinen jetzt irgendwie zivilisiert zu sein. Gut, ich habe sie kuriert. Ja, dann. Moral-Elf. Geh ich mal wieder an Deck. Eins Köpfchen, eins Töpfchen. Kriegst du das auch hin? Was kriege ich denn jetzt? Ja, einen von diesen Stapeln. Ich mit den größten. Und den mit den goldenen Dingern drin. Naja, die goldenen zählen irgendwie selber, aber von mir aus kriegst du den hier. Hey, Captain, werde ich mal rüberrufen. Wir nehmen die mit bis zur nächsten Anlegestelle. Die haben keine Besatzung mehr. Ei. Übrigens sauber gekämpft. Für so komische Gestalten. Aber ein Freibier. Gut, Herr Zwerg. Ein Freibier für die Zwerge. Hat sich gelohnt. Und der Bildschirm wird schwarz.